Wir sitzen jetzt gerade in der Kabine und sind alle ein bisschen geknickt, weil wir wussten, dass viel, viel mehr heute drin war, dass wir die bessere Mannschaft waren. Aber was soll man machen jetzt? Also wir müssen das jetzt so annehmen. Wir müssen morgen zusammen sprechen, müssen das Spiel analysieren. Und dann ist immer noch alles drin. Also wir sind, wie ich gesagt habe, wirklich nicht die schlechtere Mannschaft heute gewesen. Ich war letztes Jahr nicht dabei. Ich habe es nur so vom Außen auch wie ihr mitbekommen. Aber ich denke, dass es heute in Ordnung war. Ich denke, eine einzig etwas schrittige Szene war von Ronaldo, aber das war Hand, glaube ich, so wie ich es im Spiel gesehen habe. Ansonsten war das eine normale Schiedsrichterleistung. Du warst ja letztes Jahr nicht dabei in Madrid, vielleicht hast du das Spiel gesehen. 2:1 habt ihr dort im Prinzip schon geführt, gewonnen. War das in der Kabine jetzt noch ein Thema oder hast du das mitbekommen, dass das jetzt durchaus noch zu drehen ist? Wir haben alle nur gesagt und da war keiner dabei, der irgendwie gesagt hat, ey Scheiße, jetzt sind wir raus. Wir waren alle der Meinung, dass noch alles drin ist, dass wir wirklich mit der Leistung heute auch über weite Strecken sehr zufrieden sein können.